die IS-Milizen am Boden bekämpfen und sich in einen endlosen Guerillakrieg ziehen lassen. Das wollen die USA, die Türkei und sämtliche andere internationalen IS-Gegner aufs Strengste vermeiden, mit verständlichen Gründen. Wer gegen den IS am Boden antritt, das sind oft die Kurden. Eine seltene Nahaufnahme von diesem Abwehrkampf zeigt die Reportage über den irakisch-kurdischen Brigadegeneral Sarhat Kader, der seit 2003 als Polizeichef den Ordnungskräften der Region Kirkuk vorsteht, der immer wieder zwischen verschiedenen Volksgruppen vermittelt und der sich gleichzeitig mit der Festnahme unzähliger verdächtiger Feinde en masse schuf. 12 Mordanschläge hat er bereits überlebt. Der ungewöhnliche Bericht über einen Iraker, der täglich sein Leben riskiert im Kampf gegen IS, kommt aus dem kurdisch verwalteten Nordirak, genau gesagt aus Kirkuk. Ihr Ziel ist geheim. Selbst die Soldaten, die Sarhat Kader auf den Einsatz mitnimmt, kennen es nicht. Zu gefährlich. Alle haben Handys. Informationen verbreiten sich in Windeseile. Wenn sich herumspricht, was wir vorhaben, können wir es gerade so gut bleiben lassen. Viel Öl gibt es hier. Einer der Gründe, weshalb die IS-Terroristen um die Kontrolle über diese Region kämpfen. Ist das der Lastwagen, der kürzlich in die Luft gejagt wurde? Kriegsspuren überall. An diesem Checkpoint hat sich kürzlich ein IS-Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Angeblich ein 25-jähriger Arzt aus Saudi-Arabien. 30 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Sind Bomben die größte Gefahr für Sie? Ja, diese Bomben sind die größte Gefahr. Aber auch Hinterhalte kann es geben, wenn wir als kleine Gruppe unterwegs sind. In den Dörfern im Nordwesten Iraks findet der IS bei sunnitischen Arabern einige Unterstützung. Viele der Bewohner sind ehemalige Angehörige von Saddam Husseins Baath-Partei oder sie waren Saddams Soldaten. Ich bin sicher, dass der IS von den Bewohnern unterstützt wird. Dies hier ist eine riesige Wüste. Wir können nicht überall Soldaten hinstellen. Kader wird unruhig. Am Straßenrand hat er ein verlassenes Motorrad entdeckt. Eine beliebte Methode des IS, Bomben zu verstecken. Er ist sicher weggerannt und versteckt sich im Gestrüpp, durchsucht den Bauernhof, alle Bauernhöfe in der Gegend. Er hat uns gesehen und ist davongerannt. Das ist der Moment, wo Kader seinen Männern das Ziel des Einsatzes verrät. Sie suchen nach IS-Leuten, die verdächtigt werden, selbst gebastelte Bomben entlang der Straßen zu verstecken. Eine Fahndungsliste. Wenn ihr jemanden verhaftet, bringt ihn zu mir. Im Dorf Hayas im Niemandsland zwischen kurdisch kontrolliertem Gebiet und IS-Territorium. Wir durchsuchen. Diese Gegend gehört dem IS. Was ist in der Tasche? Elektronische Geräte? War der IS kürzlich hier? Niemals. Kader hört, dass seine Männer im Nachbardorf jemanden verhaftet haben. Die Polizisten sagen, es sei der Mann, den sie gesucht haben. Sie vermuten, dass er der Führer einer IS-Zelle ist und Bomben legt. Der ist ein Terrorist. Sein Name ist auf der Liste der Gesuchten. Sarhat Kaders Einfluss ist begrenzt. Über 1000 Kilometer lang ist die Frontlinie zwischen den Kurden und dem IS. Manchmal muss Kader auch einen Handel mit dem IS eingehen. Guten Tag, Chef. Einmal im Jahr sehe ich Sie. Der IS hat eine Gruppe kurdischer Soldaten gekidnappt. Kader trifft einen Mittelsmann, um zu erfahren, ob die Männer noch leben. Die Männer sind tot. Kader möchte ihre Leichen bergen. Er versucht herauszufinden, ob der IS zu einem Austausch gegen IS-Gefangene bereit ist.
Die meisten IS-Führer, mit denen ich verhandle, waren einmal meine Gefangenen. Einige 2 Jahre lang, andere 3 Jahre. Die irakische Antiterroreinheit hat sie leider freigelassen, nachdem ich sie ihnen überstellt hatte. Jetzt sind sie IS-Führer und ich muss mit ihnen verhandeln. Sahad Kader ist auf dem Weg ins Wochenende, als er einen dringenden Anruf erhält. IS-Kämpfer haben kurdische Peschmergas angegriffen. Kader entscheidet sich, mit einigen Männern hinzufahren und die Kurden zu unterstützen. Der Kampf dauert die ganze Nacht. Einer der wichtigsten Männer von Kader wird tödlich getroffen. 11 Jahre lang war er Kaders rechte Hand gewesen.